Hey, wo ist meine Tochter? Wer sind Sie? Benno Winkler, Emmas Vater. Wo ist sie? Ich weiß nicht, ob Benno Winkler dazu was zurückfindet, was ja nie wirklich weg war. Ich glaube, die tragische Geschichte, die ja auch vor Beginn unseres Filmes im Off begonnen hat, praktisch eben halt der überraschende Tod seiner Frau, über den er ja auch im Film kurz spricht, dass eben dieser tragische Fall ihn sicherlich von seiner Tochter mehr entfernt hat, als er sich das wahrscheinlich eingestehen will. Und er kommt im Laufe des Films, eigentlich erst später, auch indirekt durch Dritte, eigentlich auch durch den Max, der ihm darüber ein bisschen was erzählen kann, also eigentlich wahrscheinlich der Erste, dem ein bisschen was erzählen kann, wie seine Tochter ihn, Benno, den Vater, erlebt hat seit dem Tod der Mutter, seit dem Tod seiner Frau. Und dass ihm das erst richtig bewusst wird, indem er selber in seinem Grenzbereich, den er da in Syrien erlebt, erst mal bewusst wird und auch in dem Moment, wo er begreifen kann, was seine Tochter ihm bedeutet hat. Weil er sich durch die Trauer sehr zurückgezogen hat, wie in eine Burg, in seine Apotheke. Also ein ganz anderes Leben geführt hat. Natürlich, die Tochter lebt nicht mehr zu Hause, die Tochter studiert mittlerweile, aber der Kontakt ist fast abgebrochen, scheint es. Und das belebt sich wieder wahrscheinlich. Und das ist vielleicht auch das, was Benno antreibt, auf der Suche nach seiner Tochter rauszufinden oder zu merken, dass die Liebe zu seinem Kind ein unglaublich starker Motor ist, der ihn wirklich weit über die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit da hinausbringen kann. Ja, das lässt sich theoretisch immer so schwer beantworten, weil man natürlich Gott sei Dank selten genug in so eine gefährliche Situation kommt oder lebensbedrohliche Situation kommt, wie es natürlich unserem Benno Winkler passiert. Ich bin aber davon überzeugt, dass man einfach als Mensch, als Herdentier sich immer schützend vor seine Familie, seine Angehörigen, seine Lieben schmeißt. Und also man mag es sich gar nicht ausdenken, was alles passieren kann, dass man sich um seine Angehörigen, seine Geschwister, seine Kinder, seine Frau, seinen Mann Sorgen machen müsste. Und ich glaube, dass es immer in der Situation des Einzelnen liegen wird. Ich persönlich habe in den letzten meinen persönlichen Erlebnissen mit Trauer, also Abschied von meinen Eltern in den letzten Jahren, eines gelernt, dass jeder Mensch mit Trauer anders umgeht und dass man das auch zu respektieren hat, dass jeder Mensch anders damit umgeht, wie er sich von den Lieben verabschieden kann, wie er mit den Verlustängsten umgeht, mit dem Schmerz, und dass man das zu respektieren hat. Das ist etwas, was mir als wichtigste Erkenntnis gekommen ist. Ich habe erlebt, was mir andere Menschen mit mehr Lebenserfahrung, die damals ihre Eltern schon verloren hatten, erzählen konnten, dass Trauer ein sehr merkwürdiges Energiefeld hat. Das ist ein Schmerz, der wellenartig immer wieder kommen kann, auch nach Wochen, Monaten des Ablebens der lieben Menschen, dass es immer wieder neu zurückkommt, dass es sehr viel mit Erinnerungen vermischt ist. Es berührt einen zutiefst auch über seine eigene Endlichkeit, die einem dann wieder bewusst wird. Also es ist ein weites Feld und ich halte es für ganz wichtig, dass man von Kindesbeinen an da sich darum kümmert, dass der Tod zum Leben dazu gehört. Weil ich habe das erst sehr spät erleben dürfen, weil ich als kleines Kind sehr viel ferngehalten wurde von Trauerfällen in der Familie um mich herum und eigentlich erst bei meiner Großmutter damals das erste Mal
bewusst an einem Begräbnis teilgenommen. Das fiel mir damals auf. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass man mit dem Thema Tod sehr früh umgehen sollte. Gerade in der Erziehung mit für Kinder oder mit Kindern. Das Thema ist halt, das gehört zu unserem Leben dazu. Man drängt das immer weg, selbstverständlich. Und auch das ist etwas, was unserer Figur Benno irgendwie viel ausmacht. Dass er durch das plötzliche Verschwinden der Tochter auf einmal der letzte Mensch, wie er es auch dem Studenten sagt, dem syrischen hungerstreikenden Studenten, der ihn auf die Spur bringen kann, in welche Richtung seine Suche gehen muss in Syrien, ihm sagt, das ist der einzige Mensch, der mir noch geblieben ist. In der Auseinandersetzung mit einem Syrer, der darum kämpft, dass seine Frau und seine beiden Töchter zurückgeholt werden, die er noch hat. Dass man daran immer denken sollte, dass das Leben immer zu Ende ist. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so auf ein gewisses Datum hin beschränken, den Sommer 2016. Und ich muss sagen, das waren ja auch beileibe nicht die ersten Flüchtlinge, die aufgetaucht sind, sondern ich glaube, dass das Thema der Flüchtlingskrise auf einmal in den Medien so präsent wurde, dass es für viele irgendwie anscheinend der historische Beginn der sogenannten Flüchtlingsgeschichte Deutschlands ist. Für mich, mein Blick auf Deutschland und seine Geschichte, ergeben sich ganz andere Daten, was Flüchtlinge anbetrifft. Aber natürlich, man kriegt dann natürlich die berühmte Wir schaffen das Situation der Kanzlerin in den Kopf, wenn man jetzt über die Frage nachdenkt. Man erinnert sich an die großen Bilder. Ich erinnere mich auch mit leisem Schrecken an die Unflexibilität, die manche deutsche Behörde auf einmal an den Tag legte. Auf der anderen Seite erinnere ich mich auch an wahnsinnig schöne spontane Dinge, über die man lesen konnte, die man sehen konnte im Fernsehen. Und mit leisem Entsetzen erinnere ich mich natürlich auch an ein paar sehr unschöne Momente und unschöne Reflexe meiner deutschen Brüder und Schwestern hier in diesem unserem Lande. Also es ist eine bunte Mischung, aber wie gesagt, ich mache das jetzt nicht unbedingt an dem Sommer 16 fest, aber irgendwann waren auf einmal diese Menschen, die in mancherlei Augen zu Hunderttausenden pro Minute unser schönes großes Land überflutet haben sollen, waren auf einmal in aller Munde und gekoppelt an die Bilder von den Wegen, die diese Flüchtlinge zurückgelegt haben müssen oder haben, habe ich mich immer gefragt, was um Gottes Willen in der Welt habt ihr dagegen, wenn die Menschen, die sich so viel aufbürden, die kommen ja nicht hin, weil sie unser tolles Land sehen wollen. Syria, Turkey doesn't care. The war carnage doesn't stop at borders. Hochpolitische Frage, kann man eigentlich gar nicht als Schauspieler beantworten, aber als Bürger kann ich sagen, ich sehe weiterhin, wir schaffen das. Ich bin davon überzeugt, weil wir haben ja gesehen, dass es geht. Es gibt da sicherlich Schwierigkeiten, die sich meistern lassen, aber der Grundtenor, finde ich, in unserem Land sollte sich eigentlich in die Selbstverständlichkeit bewegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben in unserem Land, in unserer Geschichte für verdammt viele Flüchtlinge gesorgt auf dieser Welt, sowohl für Deutsche als auch Ausländische. Wir haben Europa durch die Mangel gedreht, leider in diesen schrecklichen 12 braunen Jahren. Und allein diese jüngste Geschichte Deutschlands sollte uns da in eine Selbstverständlichkeit bringen, was die Flüchtlinge anbetrifft, die wir jetzt aufnehmen, denen wir helfen können. Das muss uns in eine Selbstverständlichkeit bringen. Also das fordere ich jedenfalls ein, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn du noch hier bist, dann kann sie ja so weit nicht sein.